Von Assassin's Creed 3 vor. Also was gibt es da zu erzählen? Es ist hart, aber eigentlich ist das sehr biegsam, so Schaum. Weißt du, so Schaummaterial. Hier ist schon mal dieses Zeichen, also so schöne Dekoration. Bei vielen aus Plastik oder Metall kann man seine Feder mit roten Perlen nicht finden. Bei anderen, die zu kaufen sind, also das ist so originell. Jetzt denkt ihr, das ist aus Plastik, das alles hier jetzt? Stimmt auch nicht. Drinnen ist Plastik, also ganz drin der Griff. Aber alles außen ist aus Schaum. So, die Feder ist aus Schaum. Also, wenn ihr denkt, dass es Plastik ist, dann nein. Aber hier drin kann man gar nicht fühlen, aber kein Schaum ist so hart, deswegen weiß ich, dass da drin Plastik ist. Also, jetzt erkläre ich euch, wozu das Loch hier ist, für die, die es noch nicht wissen. Damit haben sie die Schwerter aufgefangen. Also, sie haben so abgeblockt, dann kam das Schwert hier rein. Und dann drehten sie das Schwert aus und konnten so ins Baum, in den Bauch. Also, es kommt hier rein, dann drehen sie es so um und bam. Also wenn das Schwert hier drin ist, kann es nicht mehr raus. Besonders, wenn das Schwung ist. Die Assassins, also die Assassins, wenn bei Assassins 3, da kann das Schwert rein. Sie haben es umgedreht und dann in den Bauch rein. Das ist die bekannteste Methode. Aber das diente, also auf jeden Fall sieht das auch schön aus. Und bestimmt kennt ihr dieses Logo von Assassin's Creed 3. Das ist die Klinge von den Tomahawk. Kennt ihr dieses Zeichen? Das ist von Tomahawk. Das ist einfach die abgeschnittene Klinge. Also, ja, das ist das Logo. Und die Assassins haben außerdem den Tomahawk nicht zum Nahkampf genutzt, sondern auch zum Werfen. Das war, also es konnte entweder das treffen oder das. Manchmal hat auch die Ecke es getroffen, aber im Spiel, da trifft immer die Klinge es. Bestimmt habt ihr das Spiel mal gespielt. Das ist ab 18. Ich habe es noch nicht gespielt. Aber ich bin mal auf sein Katzenvideo gestoßen, wo Katzen als Assassins verkleidet haben. Ich habe den Titel gelesen, da war etwas mit Assassins.
Dann habe ich es auf YouTube hingeschrieben. Assassins, da kamen geile Videos. Die habe ich mir angeschaut. Und jetzt bin ich halt Fan geworden. Also nicht denken, dass ich irgendwie jetzt das spiele oder mir anschaue, wie Blut spritzt oder so. Nee. Ich gucke nur, wo sich Menschen als Assassins verkleiden und dann Parkour machen. Und ich wollte sein Video auch machen, aber habe mir gedacht, wow, ich habe einen Tomahawk. Jetzt kann ich es vorstellen. Oh yes. Und ja, wie soll ich sagen? Ja, das war zum Thema Tomahawk. Ich weiß nicht, ich versuche noch ein bisschen Parkour zu machen. Vielleicht das, was ich jetzt mache, wird noch vor dem, was ich sage, gemacht. Also eingestellt, aber naja, ihr werdet sehen. Okay, dann mal bis später und ciao!